Er ist unermüdlich. Thomas Reitmeier ist Landwirt mit Leib und Seele. Er hält Rinder, Ziegen und Schweine. Okay, ja. Kim. Okay. Und bietet Urlaub auf dem Bauernhof an. Nebenbei arbeitet er noch im Veterinäramt, als Bedienung auf dem Oktoberfest und engagiert sich in zahlreichen Vereinen. Und er ist homosexuell, was auf dem Land nicht immer ganz einfach ist. Wir treffen ihn zu einem Rendezvous auf dem grünen Teppich. Ich bin der Thomas Reitmeier, bin Landwirt, bin 35 Jahre alt. Also ich bin immer gerade außer und wenn jemand fragt, dann kriegt er eine ganz ehrliche Antwort. Und ich stehe auf Männer und das ist auch gut so. Und ja, da bin ich auch stolz drauf. Wir sind in Niesgau, das ist bei Truchtlaching. Das Niesgau ist sehr, sehr abgelegen. Wir legen direkt an der Alz, das ist der Abfluss vom Chiemsee. Und haben wir nur umgeben von Wald und Natur. Wir haben 13 Hektar Wald und haben 19 Hektar Grün- und Ackerland. Und betreiben Kalbinnen in Pensionshaltung. Also die kommen über die Sommermonate zu uns auf die Wiesen. Unser Hauptstandbein ist Urlaub auf dem Bauernhof und da haben wir 12 Ferienwohnungen. Geboren in Droschberg, aber dann war meine ganze Kindheit, Jugend eigentlich immer bei uns auf dem Hof verbracht. Eigentlich sorglos und immer lustig und schön. Ich habe 3 ältere Schwestern. Die älteste ist 10 Jahre älter wie ich. Meine Eltern haben uns so aufgezogen, dass man die Devise so hat, am besten nicht auffallen, einfach leben und sei Arbeit da und gut ist und nicht groß irgendwie weder positiv noch negativ auffallen, dann ist es am besten. Also zu dem Thema nicht auffallen ist natürlich, wenn man auf dem Land schwul ist, ganz, ganz schwierig. It takes a lot to know a man. Man denkt sich ja schon lange, dass man eigentlich eher homosexuell ist. Und bis man sich nachher selber damit abfindet, dass es tatsächlich so ist, das bereitet einem Schwierigkeiten. It takes a lot to understand. Ich habe natürlich auch beim Fortgehen Freundinnen kennengelernt und so, aber das war halt einfach nie so, so das meine ich. Man hat gleich gemerkt, das passt halt einfach was nicht. Die waren nett, aber wenn halt mehrere gewesen wäre, dann war es halt einfach nicht so. Sich selber damit so zurechtfinden und so die Gedanken einzuordnen, das ist schon eine schwierige Zeit. Und dann habe ich mir halt so für mich gedacht, ja gut, dann hast du halt lieber mal keine Frau und keine Kinder, bleibst da allein. Und ja. Das ist mein Papa. Alles schreibt mir. Ich bin zufrieden mit ihm, total. Wir zwei verstehen uns gut. Mein Papa ist noch ein Bauer mit Leib und Seele. Das Holz und die Bäume, das ist seine Heimat. Er macht viele Arbeiten, die wo keiner sieht. Und wenn er mal nicht da ist, dann sieht man erst, wie viel Arbeit er eigentlich tut. Mein Vater ist ein sehr, sehr umgänglicher Mann. Das ist meine Mama. Ich bin die Dorothea Reitmeier, geboren in Stuttgart-Eltingen. Ja, bin verheiratet seit 47 Jahren. Der Thomas ist sehr gutmütig und großzügig mit Geschenken und Mama verwöhnen und Papa verwöhnen und die Geschwister auch.
Meine Mama, die ist einfach was ganz was Besonderes. Ich glaube, ich für sie auch. Meine Schwestern sagen, ich bin immer als Mama-Bulli. Meine Mama, die hat auch keinen so einen ganz leichten Start gehabt. Die ist aus der Stadt auf den Hof gekommen und die hat schon immer gewusst, was sie mag. Und ja, das hat sie halt auch durchgesetzt mit meinem Papa zusammen und das hat sie halt auch stark gemacht. In meiner Pubertät, wo ich so die ersten Neigungen festgestellt habe, habe ich mich da eigentlich an niemand anvertraut. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. The warrior, the sage. Mit 19 Jahren bin ich dann auf die Technikerschule gegangen, nach Landsberg am Lech. Und da war halt ein einschneidendes Erlebnis. The warrior, the sage. The little boy in rage. Wir waren 24 Studierende und da war einer aus Augsburg dabei, der Andi. Und mit dem habe ich mich ganz gut verstanden. Und den habe ich halt dann einmal so nachgefragt, wie es ausschaut bei ihm mit einer Freundin und so. Und dann hat er gesagt, nein, du pass auf, also ich habe einen Freund und der lebt dann mit mir zusammen. Und ich hoffe, dass das kein Problem ist, dass das unserer Freundschaft nicht im Wege steht. Diesen Tag, den weiß ich noch wie heute, weil das dann so einschneidend bei mir war, dass ich da echt nachts nicht mehr schlafen habe können, weil ich mir gedacht habe, ja okay, der ist schwul und der steht da voll und ganz dazu, der hat einen Hof auch daheim und bei dem geht das. Wo mir der Andi das von sich verzeiht hat, das hat eigentlich den Befreiungsschlag ausgelöst. Nachdem ich mit der Technikerschule fertig war, hat es da eine Stelle gegeben. Jetzt gehe ich noch 20 Stunden in der Woche zum Arbeiten ins Landratsamt nach Traunstall. Es tut auch dann ein bisschen gut, wenn man wieder ein bisschen rauskommt und nicht nur seinen Betrieb hat. Im Veterinäramt ist meine Haupttätigkeit die 16. AMG-Novelle. Eigentlich geht es darum, um den Antibiotika-Einsatz in der Tiermast. Der wird überwacht. Ansonsten machen wir noch Cross-Compliance-Kontrollen. Also da darf man Ohrmarken kontrollieren. Jeder Landwirt ist verpflichtet, dass er die Tiere kennzeichnet und hat bestimmte Vorgaben zu erfüllen. Das ist mein Kollege, der Herr Dr. Käsweber. Wir machen die Cross-Compliance-Kontrollen grundsätzlich immer im Vier-Augen-Prinzip. Also wir haben immer zu zweit unterwegs, dass wir uns keinen Fehler unterlassen. 19306. Ja. 63 324. Dann habe ich auch relativ schnell, oder der Reinhard hat relativ schnell mich kennengelernt, weil der war auch mit uns in der Technikerschule. So das ist der Reinhard. Let it be me. Ich bin im Allgäu geboren, habe dann zuerst einen Milchviehbetrieb geführt, dann umgestellt auf einen Ackerbaubetrieb und dann bin ich gleichzeitig in die Technikerschule in Landsberg gegangen. Ich meine, das war halt ein Kollege mit, der wo mit studiert hat, aber mehrere auch nicht. Ich weiß halt noch, wo er sich vorgestellt hat, was er alles gesagt hat, obwohl es schon 15, 16 Jahre her ist. Seine Ausstrahlung. Das Menschliche, das hat einfach von Anfang an, habe ich gedacht, wow. Der hat halt dann ein bisschen angerufen bei mir und hat gesagt, ja, er findet mich eigentlich sehr, sehr ansprechend und ob ich auch mir was mit Männern vorstellen kann. Und ich glaube, dann bin ich erst einmal im Boden versunken und richtig rot geworden. Ich habe einen Fall gehabt, damals. Aber das ist dann relativ schnell ad acta gelegt worden. Genau, weil ich gemerkt habe, der Thomas passt besser zu mir von dem her. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt das probierst, das ist jetzt einfach mal deine Chance des Lebens. Und ja, jetzt sind es 15 Jahre und wir haben immer noch zusammen. God bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you. Let
Technikerschule, hat der Reinhard und ich gesagt, ja, okay, wir haben ein Paar und jetzt kommst du heute mal mit zu mir mit. Da ist lange nicht nachgefragt worden. Also da ist halt einfach der Reinhard, der kommt mit und arbeitet da und alles gut. Ich glaube, Mütter haben da eine ganz andere Wahrnehmung. Die hat es relativ schnell gespannt, dass ich homosexuell bin. Als Mutter, finde ich, weißt du das schon länger. Oder du ahnst zumindest. Und dann hat er halt ein paar Mal auch was gesagt in der Richtung und dann war das klar für mich. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Ich meine, dem ist trotzdem mein Sohn. Dann haben wir halt überlegt, ja, wir sagen was dem Papa, also ich halt, weil ich zu Mama gesagt habe, ich möchte es gerne selber sagen, aber ich weiß nicht wie und was. Und da ist mir halt einfach das noch zuvor gekommen, dass ich es im Dorf erfahren haben müssen. Das hat mir der Nachbar erzählt. Er hat gesagt, hey, du weißt ja schon, dass der Bube ein Armer ist. Davor habe ich recht blöd geschaut. Aber zumindest den mag ich meinen Buben genauso gern. Gell? Es ist eine harte Zeit gewesen, und aber jetzt möchte ich eigentlich sagen, 90% der Bevölkerung und der Leute stehen voll und ganz hinter uns. Aber man muss sich da seinen Standpunkt erarbeiten und erkämpfen, und das, glaube ich, habe ich mit meinem Reinhard zusammen wirklich gut hingekriegt. Der Reinhard hat seine Heimat ja, zurückgelassen. Und das ist schon das Größte, was man einem Partner ja, oder kann, dass man sagt, man gibt seine Heimat auf und kommt gern. Meinen Hof habe ich dann veräußert. Ich wollte Thomas und dann habe ich gesagt, ja, eine muss zum anderen ziehen. Jetzt hat er gesagt, also Niesgau ist sein daheim und das macht mich schon auch stolz. Meine Heimatverbundenheit ist wirklich sehr, sehr groß. Heimat, da gehört die Familie dazu, gehört die Natur dazu, gehören die Nachbarn mit dazu. Länger wie 10, 14 Tage halte ich es nirgendwo aus, weil dann habe ich Heimweh. Aber ich habe im Herbst ein bisschen ein Hobby oder Tätigkeit, da gehe ich dann immer noch aufs Oktoberfest zum Bediener. Man ist natürlich 14, 16 Tage weg von daheim, weil ich wohne dann auch in Minger. 14, mach's gut. 14. Grüßen, Minger. Ich weiß, dass daheim ganz gut weiterläuft. Da ist der Reinhard dann einfach der Chef und kann das daheim sorglos zu Hause sein lassen und kann mich nachher komplett der Wiesen widmen. Für ihn ist Urlaub. Und man weiß ja, der kommt ja wieder heim. Team, der Alfons und der Ben. Vom Waginger See haben die beiden und ist irgendwie lustig. Auf der Wiesn, das ist eine ganz eigene Welt und große Freundschaften haben entstanden. Der Thomas hat für jeden ein offenes Ohr, möchte, dass für alle passt, dass im Team passt, dass mit den ganzen Kollegen passt. Und der Thomas kommt mit alt und jung. Mit dem kann man Spaß haben, man kann aber auch die ganzen Zeiten durchleben und es ist einfach schön, mit dem zu arbeiten. Es macht mir wahnsinnige Freude, weil ich ein Teil von dem größten Volksfest der Welt bin. Da kommen sie überall her, von der ganzen Welt, um da mitzufeiern. Und ich bin einer, der wo auch das Fest ein bisschen mitgestaltet, dass die Leute feiern können. Und das macht mich schon auch stolz und macht mir Freude. 2005 ist der Hof an mich überschrieben worden. Und nachher da haben wir gesagt, was machen wir? Bauen wir einen Kursteuer ein? Haben wir lang hin und her überlegt, aber da haben wir mehr einfach in so einer
ja, einzigartigen Naturlage haben, ist halt ganz, ganz schwierig, einen Stall zum Genehmigen und Durchbringen. 2006 haben wir gesagt, wir hören mal auf mit den Kühen. Das ist der Rest von unserem Kuhstall, wo wir die 35 Milchkühe herin gehabt haben. Wirtschaftlich, jetzt ist es nicht mehr dran und man muss weiterschauen. Na ja. Freilich tut es mir leid, aber mein Leben bringt einfach Veränderungen und Veränderungen fallen nie leicht. Ich bin ein eingefleischter Bauer und dann so die Vieh nicht mehr haben und nichts, gell? Das tut mir schon weh. Das ist schon traurig, aber was möchtest du machen? Es ist halt so. Der Fortschritt, der geht weiter. Dann haben schon immer Ferienwohnungen gehabt und haben das halt einfach als zweites Standbein gehabt und das ist eigentlich immer gut gelaufen. Und haben wir dann einen Teil vom Kuhstall weggerissen und haben eine Ferienwohnung gebaut. 2007 haben wir mit unserer Lebensbaustelle angefangen, bis 2019 im Frühling. Und jetzt ist das eigentlich soweit so alles, so wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, also das da herum war alles unser Heilbum. In den Heilbum haben wir drei Ferienwohnungen eingebaut. Die ganze Innenplanung und Aufteilung von den Wohnungen und auch die Einrichtung machen wir selber. Hier kommen wir in unseren Wellnessbereich. Das war früher der höchste Punkt natürlich im Heilbum. Und da ist früher unser Gebläserohr aufgegangen fürs Hei und Strah zum Verarbeiten herum. Wir haben jetzt 55 Betten. Da ist wirklich jeden Tag ganz schön was zum Dort. Arbeitskräfte haben wir. Meine Aufgaben haben vom Saubermacher angefangen, Mitarbeiterinnen einteilen bis die Kinder belustigen. Ja, aber die Tour ist relativ einfach. Meine Aufgaben sind eigentlich die ganze Verwaltungsaufgabe, von der Anfrage bis Bestätigung, also der ganze Kontakt zum Gast. Möchtest du die Karte mitnehmen? Auf dem Foto, das ist eine wirkliche Rarität. Da haben wir meine Urgroßeltern und wo die das Vermieten angefangen haben. Das war unser allererster Feriengast. Und ich finde das ganz beeindruckend, dass von damals ein Foto gemacht worden ist, weil es halt auch der Gast was Besonderes war. Und somit haben wir auch noch mal ein Foto gemacht. Finanziell hat es besser ausgeschaut mit dem Tourismus, wie wenn ich mit Milik hier weitergemacht hätte. Nicht, dass ich jetzt sage, ich verpachte alle Flächen und bewirtschafte gar nichts mehr selber. Also da bin ich einfach nur zu Feldbauer. Nach wie vor haben wir heute unsere Aufzuchtkäume, die über den Sommer da sind. Und die machen mir wirklich eine große Freude. Die kleinen bis November und fressen unsere ganzen Wiesen ab. Mir hat schon ganz früher immer das Arbeiten mit den Viechern Spaß gemacht. Hasen, Meerschweindel, Gorsen, Hähne, Enten, Schaf. Aufgrund dessen, dass wir halt Familien mit Kindern überwiegend da haben bei unserem Bauernhof, haben wir eigentlich alle Tierarten, was man sich gerade vorstellen kann. Ja, hat der das am meisten gefreut? Ist das überhaupt schon gehört? Komm, da, komm. Komm, auf geht's, komm. Da geht's weiter, Kim. Essen gibt's, Kim. Ja, ich weiß schon. Schon beschwerlich, so ein Sauleben. Kim, auf geht's, komm. Ja, siehst du, dann kriegt der Franzl aber nichts, wenn der nicht kommt, oder? Da geh weiter, Kim. Kim. Da geh her, ja. Jetzt da, Kim. Ist der brav, ja, ja. Da, schau. Wo ist dein Mo? Kim da nicht?
Ja, das sind unsere Schweine Sissi und Franzl. Eigentlich sind es Minischweine, aber die haben es gut gefuttert. Seitdem haben sie Hängebauchschweine. Das Glorfichtzeigel, das ist schon auch ganz, ganz wichtig für mich, weil das ist wirklich ein großes Hobby von mir. Sitz, Sitz, ja, bleib. Was mir auch schon immer als Kind erfreut gemacht hat, so Ziervögel, Kanarienvögel, Wellensittiche, Nymphensittiche, die geben mir eigentlich wirklich viel zurück, was ich so im Alltag nicht habe, so an Ruhe und Ausgleich. Meine Schwächen ist, dass ich ganz, ganz selten mal Nein sagen kann. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Punkt, warum ich einiges an Ehrenämter habe, die, ja, wo ich aber auch gern ausübe. Als kleiner Bub habe ich eigentlich angefangen im Trachtenverein. Und dann bin ich relativ schnell dann zu den Ministranten gekommen. Und dann bei der Landjugend war ich auch immer sehr aktiv, was mir eine große Freude gemacht hat. Ich bin der Vorsitzende für Urlaub auf dem Bauernhof bei uns im Chiemgau. Und ja, da habe ich so an die 100 Mitgliedsbetriebe. Und in der Jagdgenossenschaft bin ich Schriftführer. Wir sind in Mögstetten und da haben wir vom Urlaub auf dem Bauernhof heute eine Schulung. Und da möchte ich meine Mitglieder begrüßen und mache ein paar einführende Worte. Ich habe euch heute meinen grünen Teppich mitgebracht und ja, mal was anderes, andere Wege gehen. Das ist auch heute unser Thema von der Fortbildung. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen. Ja, Social Media, moderne Wege gehen, nutzen und aber auch auf Gefahren eingehen. Jetzt sind wir jetzt in Truchtlaching bei der Weinrese und da kommt es jetzt mit einer, da treffen wir uns mit den Faschingsfreunden. Das ist eigentlich mehr oder weniger ein Gaudi-Verein. Ist auch immer wieder ein bisschen mit Aufwand verbunden, aber da überwiegt einfach die Freude am Feiern und am Lustigsein. Das Größte war halt einfach unsere Faschingshochzeit, das war wirklich ein ganz großer Erfolg war. Sushi raufpacken, gell? Genau, so wunderbar. Thomas organisiert alles. Also, wenn irgendwas zum Aufziehen ist, dann macht es ja. Unser Aushängeschild, unser Werbeträger. Ja? Bravo! Ich war viel in der Kirche engagiert und habe da immer geholfen zum Herrichten, wenn irgendwelche Kirchenfeste angestanden haben, war Ministrant, war in der Landjugend. Da war schon ein einschneidendes Erlebnis in der Predigt von unserem damaligen Pfarrer. Der ist darauf eingegangen, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen unsittlich sind. Es hat auch eine Zeit gedauert, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen auf mich zugeschnien. Auf einmal ist man halt da im Fokus und fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen ja, schlecht oder auch schuldig, weil man jetzt irgendwas tut, was nicht so jedermann tut und was die Kirche auch predigt, dass das halt nicht alltäglich ist. Ich bin dann einfach der Kirche ferngeblieben und habe mich halt da einfach komplett rausgenommen. Es ist mir auch dann wirklich schwer gefallen, weil das so ein bisschen ein Mittelpunkt in meinem Leben war, so die Kirche und das Ganze drumherum, dass man da dann Abstand gewinnt. Also ich bin nach wie vor noch sehr Gott verbunden und ich habe halt einfach meine Art und Weise, wie ich da Dankeschön sage und brauche aber die Kirche eigentlich nicht mehr dazu. Wir haben heute Sitzung von unserer Ortsgruppe vom Bauernverband und da treffen wir uns regelmäßig und heute treffen wir uns mal bei mir. Schlüsselerlebnis für mich war eigentlich, wo ich zum Ortsobmann vorgeschlagen worden bin und da dann auch gewählt worden bin von alle Bauernverbandsmitglieder. Ja, ich möchte euch recht begrüßen heute zu unserer Sitzung. Eigentlich ist man jetzt da angekommen, wo ich angekommen wollte. Dass man sagt, das ist jetzt halt unser Ortsobmann und gut ist und hinter dem stehen wir, was er macht. Und egal, ob er jetzt mit einem Mann oder einer Frau verheiratet ist. Und das macht dann
dann schon erfreut, dass man nicht nur auf die Sexualität begrenzt wird, sondern halt einfach halt auf das, was man leistet, was man tut und was man sich geschaffen hat. Meine Eltern, die Mama und der Papa, die haben, glaube ich, oder war sie ganz, ganz stolz auf ihren Buben. Das sagen sie auch oft genug, das macht auch Freude. Und sie haben ja wirklich viel geleistet und sie hängen mit Herzblut auch dran. Das finde ich auch wichtig, dass man überzeugt ist mit dem, was man macht. Wenn man sieht, die anderen bemühen sich so und es geht vorwärts, dann möchte man dann schon eigentlich auch mithelfen. Ich helfe beim Frühstück mit. Und dann halt kochen, backen. Du siehst gleich da hinten auch hier. Mein Vater ist Animateur für unsere Gäste. Ja, die Rundfahrten, das gibt mir was. Die Kinder, die sind so begeistert, die Kleinen, gell. Ich bin glücklich, also. Ja, wirklich. Stolz auch, ja. Ich bin stolz auf meinen Buben. Und auf den Rainer geht auch, also. Ja, Ängste. Haben schon immer wieder da, aber mehr eher nachher zu der Einstellung von der Geschichte her, weil ja die Homosexuellen in der Geschichte ja schon immer mal ein bisschen zu den Randgruppen gehört haben. Und da habe ich ein bisschen Ängste, dass sie die Bevölkerung bei manchen politischen Organisationen mitreißen lassen und da dann geschürt wird und mir auf einmal dann wieder am Rande stehen. Und das, ja, haben jetzt nicht Ängste, aber beunruhigt mich ein bisschen. Das war nochmal wirklich ein großer Schritt in unserem Leben. Vor 5 Jahren haben wir immer geheiratet. God bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you. Let it be me. Ja, Träume. Eigentlich, nein, da bin ich eigentlich wunschlos glücklich, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mir eigentlich in meinem Leben alles so hergestellt, wie ich es mir geträumt und gewünscht habe. Und haben wir jetzt so an dem Punkt angekommen, dass man sah, dass es gut war. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.